Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Witcher im Stream. Oder wie der John immer sagt, The Bitcher. Ja, und der Bitcher muss seinem Namen jetzt gerecht werden, denn wir wollen ein paar Karten sammeln. Zumindest sagt John, wir dürfen sonst nicht weitergehen. Ja. Ihr könnt den Chat jetzt auch mitsehen. Ich hoffe, der ist an einer nicht so schlimmen Position. Doch, die Position ist ziemlich scheiße. Das machen wir gerade nochmal. Eine Sekunde. Setzen wir ihn ungefähr mal dahin. Ich denke mal, das ist besser. Passt das? Ja, ist schon mal ein bisschen besser. Ich kann gleich noch mal ein bisschen umsetzen. Ist nicht so schlimm. So. Irgendwo soll hier eine Bäuerin im grünen Kleid rumlaufen. Und wir brauchen Tulpen. Haben wir Tulpen? Ich hab Tulpen. Ha! Ich hab Tulpen, Leute. Hier ist eine Bäuerin im grünen Kleid. Hey, willst du Tulpen? Nein, du willst keine Tulpen. Okay. Ja, der grüne Ärmel. Reicht das nicht? Für mich reicht das. Dann geh doch. So, Bäuerin im grünen Kleid. Irgendwo zwischen Kapelle und hier Inn. Wir müssen auch ins Inn wegen Leuwarden und wegen Kalkstein. Wir müssen nämlich von beiden den Lohn einfordern. Bester Anmachspruch. Ey, willst du Tulpen? Ja. Also, Nadinchen, es ist immer noch besser als, ey, Poppen? Oder so? Und selbst da gehen manche drauf ein. Also, ja. Nö, ne? Da ist halt mit den Tulpen ja schon noch was Schöneres. Salamandra-Dakai? Was? Fragezeichen? Ja, Fragezeichen, genau. Wie bei How I Met Your Mother. Da funktioniert sowas. Okay, da unten waren wir auch in der Höhle. Wo ist denn die Truller? Dass Salamandra-Lakaien vor der Hütte stehen, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Und auch diese schönen Texturfehler hier ignoriere ich mal. Die rennen nur blöd rum. Na, toll. Ach, Truller. Wenn du Tulpen haben willst und danach was Schönes mit mir spielen willst, dann solltest du stehen bleiben. Denn dann können wir das auch ganz schnell, ne? Also nicht so schnell, aber dann können wir das ein bisschen durchziehen. Voll gut. Hm. Aber die laufen hier echt rum. Da, bist du, bist du? Ne, du bist ein Kaufmann, scheiße. Du bist ein Reisender. Damn it! Egal. Wir gehen gleich nochmal die andere Richtung. Ich meine, wir müssen eh nochmal da lang. Zip! Würdest du die Kamera bitte mal nicht so spinnen? Keine Bäuerin. Wo sind die Bäuerinnen? Kräuterkunde? Das ist nicht Leuwarden. Bist du Leuwarden? Yes. Der Pest, erzähl mir von der Bestie. Gibt es Banditen? Kannst du mir was verkaufen? Willst du was kaufen? Das haben wir noch nicht gelesen. Unterirdische Pflanzen. Ungern, aber jo, ist okay. Nehmen wir mit. Du willst das andere nicht kaufen, du Penner. Aber wie wär's, wenn du mal ein schönes Hammelbein kaufst? Cool, oder? Und ein schönes Stück Brot. Oder Brötchen. Ein Huhn, ach, geil. Ne, das Schinkenbrot behalte ich. Oh, wie seht ihr jetzt Bock auf ein Schinkenbrot, ne? Oder hier so eine geile, ein belegtes Brot mit Huhn. Das wäre doch mal richtig, richtig geil. Wir haben so viel Scheiße hier schon gesammelt. Wir können damit richtig was machen. Der Obst und Nüsse. Die Balissa-Frucht willst du auch kaufen. Und du willst die Berberor-Frucht kaufen. Ne, die kriegst du nicht. Aber du bekommst die Blaubeeren. Das ist auch cool. So, Schinkenbrot und den anderen Quatsch behalten wir. Wunderbar, wunderbar. Mehr willst du uns eh nicht verkaufen. Ist cool. Dankeschön. Grünschimmel. Lecker. Ich weiß irgendwie nicht, wo die Truller so rumläuft. Das ist ein bisschen schade. Warte auf den Säureregen, dann sind sie alle auf einem Fleck. Ja, genau, John. Das ist immer so gut, wie die alle bei Regen ins unter die Dächer rennen, als wäre das echt so. Die wollen Shani wehtun. Willst du mich verarschen? Oh, der Schankwirt ist tot. Ich glaube, es hackt, Leute. Ich glaube, es hackt. No, leave me alone. Oh, little dove. Cool, it's a different tune. Keep your hands off me. She is feisty. Say, let's do what we did unto Mickle's girl, Ilsa. What a screamer. You knew too? He likely told you to wait like us. Let's have our way with this little chickie. It so happens that this lady is with me. None of you will touch her. So you say? We aim to have our fun and you won't stop us. Is that so? I'll send you to your grave. Das ist natürlich blöd, ne? Dass ihr euch mit mir anlegt. Das ist sehr dumm, meine Freunde. Denn jetzt kriegt ihr richtig einen auf die Schnauze, sage ich euch. Ah, guck mal, der erste ist schon tot. Hat einen Arm verloren, dabei habe ich ihn noch nicht mal angeguckt.
Oh, der verliert den Kopf. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel so brutal ist. Währenddessen heilt sie uns. Das ist auch super. Geralt, you arrived just in time. Are you all right? I am now. Sag mir nicht, dass ich jetzt hier rausfliege. They surprised me. All the peasants ran out and I was trapped. They killed the innkeeper. That's the last time they hurt anyone. That was some swift sword work. As for me, I'm done delaying. I need to get to Vizima. I hope to see you there. Let me walk you to the gate. These roads can be dangerous. No, you need to deal with the salamanders. Don't worry about me. I'll wait for you here. Make them suffer, Geralt. For me. I'll come back for you, Shani. I'll be waiting. The innkeeper. I should check his pockets. Ich hoffe, das heißt nicht, dass ich den anderen Kram nicht mehr machen kann, Leute, sonst weine ich. Aber der war gerade auf dem Weg, der andere Typ. Das ist doch echt blöde. Da ist der Schlüssel. Nein, ich will nicht dahin gehen. Nein, Leute, sagt mir nicht, dass das wirklich so ist. Ich habe mich gespeichert vor dem anderen Typen. Das ist doch kacke. Kalkstein. Ich will die Quests einlösen. Bitte sagt mir, dass das noch möglich ist. Ja, Kalksteins Quest in Akt 2, Leuwarden auch. Und die Trullers kann ich jetzt wahrscheinlich auch vergessen, oder wie? Okay, Shadi, du wolltest zwar gehen, aber ist cool. Bleib halt hier. Hallo. Quickly, Geralt. Let's leave this cursed place. Hm. The city gates are... Sag mir nicht, ich hab's jetzt versaut, Leute. Das wäre echt doof. Sollte noch möglich sein, sagte John. Okay. Ja, Leuwarden, habe ich keine Ahnung, wo der ist. Und wo die Truller ist, muss ich jetzt noch rausfinden. Und ich hoffe, du meintest mit der, die von der Story her ist. Nee, Shani kommt viel, viel später. Jetzt muss er nur noch die Truller im grünen Kleid finden, oder? Die ist jetzt wahrscheinlich weggerannt. Ich glaube, die Karte können wir jetzt haken. Tja. Sorry. Wusste ich nicht. Ach, Vesna. Ah, ja, die Jägermannsquests habe ich schon alle gemacht. Die waren ja ganz am Anfang, das war ja Pillepalle. Vesna. Vesna kann mich noch daran erinnern, aber ich habe sie nicht gesehen. Wo ist sie denn? Hm. Wo sind wir denn hier? Wir sind da oben will ich gar nicht hin. Warum sind wir hier oben? Also ich habe gesagt, hier unten muss die irgendwo rumlaufen, die Vesna, okay. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Abigail? Abigail? Abigail kommt doch viel später. Oder war das jetzt schon? Ja gut, das kann sein. Ja, ich weiß. Aber das war doch später, dachte ich. Das war doch von Übergang von Akt 2 auf Akt 3. Dachte ich. An den Ghulen der Gruft erinnern? Doch, die habe ich, glaube ich, gemacht, die Ghule. Naja, egal. Wenn wir es nicht mehr schaffen, dann schaffen wir es halt nicht mehr. Ich gucke jetzt mal, ob sie vielleicht noch hier unten rumtorkelt. Ich glaube, hier torkelt gar niemand mehr rum. Seht ihr es? Ist irgendwie so leer hier. Na gut, Odo ist noch da. Odo rennt hier noch rum. Alle gut gerutscht, dachte Johannes, während wir gerade versuchen, die Troller zu finden, über die Geralt drüber rutschen soll. Okay. Ist ja geil. Da weiß er Bescheid. Ja, läuft, Johannes, bei dir auch alles gut? Dann nimm stattdessen... Oh, nein! Also, nee. Bah. Kannst doch vergessen, Mensch. Ich hoffe übrigens, ich übersteuere nicht oder sowas. Ich bin noch ein bisschen... Also, ich bin noch nicht so gut an das Mikro gewöhnt hier. Übrigens, vielen Dank an Naradem für dieses tolle Geschenk. Ich war echt überrascht und bin's immer noch und weiß immer noch nicht, was ich sagen soll und machen soll. Vesna! Hat hier vielleicht ein Haus? Kann man hier irgendwie... Nee, das ist Abigail. Nee, Abigail will ich nicht. Mit verschlossenen Türen. Warte mal, ich muss mich erstmal orientieren. Wir müssen jetzt in die andere Richtung immer noch. Ich verpasse den Weg hier dauernd. Das sieht so doof aus hier.
Ja, ich verwende das neue Mikro schon, Nara, dem hast du gar nicht gemerkt, ne? Deswegen ist ja heute so ein Chaos. Es ist alles noch nicht so ganz ausgedingst und so. Vesna hatte ich noch nicht. Vesna war doch nicht die Troller in der Mühle. Das war doch nicht Vesna, oder? Kannst mir nicht erzählen. Aber hier der Jägersmann. Ich meine, wir können ja nochmal fragen, ob man noch was hat. So, auf den letzten Drücker. Nee. What does the creature? Perhaps a standard. Take care. Aber ich habe keine Jägersmann-Quest mehr. Geheimnisse der Hexer. Salamandra töten. Jo. Eine namenlose Bäuerin, wirklich. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr, Leute. Pfeif die Bäuerin. Wer braucht die schon? Da hat Geralt wahrscheinlich 20 davon pro Tag. Ich renne noch mal da hinten zur Kapelle. Einmal renne ich da noch hin und danach gehen wir hier zu den Salamandra. Und gucken mal, ob wir da nicht denen wenigstens mal das Schwert zeigen können. Ich? Du, ja, dich stört das. Ja, mich stört das nicht. So. Mich hat auch so einiges gestört. Da ist noch eine Tür. Hallo, Bäuerin. Die eine Bäuerin wollte ja nicht. Die hab ich ja angequatscht, aber die hat ja nichts wirklich zu sagen. Wartet mal. Guck mal hier, da betet doch eine. Bist du vielleicht das? Hallo, kann man dich irgendwie nutzen? Verführen? Nein, kann man nicht. Ach, du bist so fromm. Nieswurz ist keine Bäuerin. Das wäre auch mal ein schöner Name für eine Bäuerin. Nieswurz. Nee, Leute, ich glaube, das wird nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu Abigail. Und dann zu den anderen Typen hier, zu den Salamandra. Die Ausdauer ist schon bewundernswert, ja. Ich dachte es mir schon, dass ich dich zu weit getriggert habe. Es tut mir leid. Wusste ich nicht. Ich dachte nicht, dass es dann auf einmal so unumkehrbar wird. Ja, wenn wir sie nach der Salamandra-Sache finden, dann kann ich ihr noch die Tulpen ins Gesicht drücken. Mal gucken, ob das dann hilft. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich muss jetzt erst nochmal rund laufen. Also, naja, ne? Passiert. Egal. Ist nicht so wichtig. Auch wenn der John sich da jetzt pikieren wird drüber. Wahrscheinlich auch im nächsten Divinity-Part. Apropos, John, wir müssen mal wieder aufnehmen. Ja. Wann? Was? Nächsten Mittwoch? Ja, das weiß ich nicht. Geht das? Ich weiß es nicht. Wann ist Mittwoch? Was haben wir heute? Wir haben Samstag. Der 6. Ja, es ging eventuell am Mittwoch, John. Ja, John! Hab ich nicht gesehen, es tut mir leid. Da war der Chat so ein bisschen komisch. Ich mache Gesten jetzt zum Bildschirm, aber die kann nur Melly sehen. Das ist also ein bisschen doof von mir. Okay, hier müssen wir runter. Da sind wir ja schon fast bei Abigail wieder. So groß ist das Umland zum Glück gar nicht. Ja, also Mittwoch würde passen, John. Abends dann aber. Weil an dem Tag fährt leider Melly rein. Schade. Bisschen sehr schade. Abigail. Hey Abigail, wie sieht's aus? 21.30 Uhr müsste gehen, John, ja. Wie viele Parts können wir da machen? 2 oder 3? Okay. Abigail hat keinen Sinn, die ist nicht da. Die ist abgehauen, ich wusste es doch. Aber ich dachte echt, das wäre erst danach. Hm. Aber dann kommt eine große Entscheidung jetzt auf euch zu, Leute. Da dürft ihr dann entscheiden. 3 Parts, okay. Moment, das heißt ich 2 und du 1, ja toll. Hier ist... nicht richtig. Wo waren die Salamandra? Doch, die waren hier hinten. Wenn wir der Bäuerin noch begegnen, dann machen wir noch eine schnelle Runde. Ansonsten geht's jetzt zu den Salamandra. Dann haben wir es halt verkackt. Dann 4, okay. 4 passt. 4 ist super. Die Entscheidung ist so leicht. Ja, Viridian sagt da nichts. So, dann sehen wir dann mal, was alle wählen. Hallo, Lakai. Where's your tribute? What tribute? I mean the kids, fool. Let me pass.
No tribute, no entry. This is pointless. Mein Tribute ist mein Schwert in deinem Gesicht. Reicht dir das nicht? Das ist schön. Wahrscheinlich bräuchte ich den Dings-Stil hier gar nicht, weil der andere wird gar nicht getroffen. Komm, hau ihn um. Hau ihn um! Yes, wer ist der Nächste? Ja, aber der macht schon schöne Moves, muss man sagen. Zap, tot. Dankeschön, gibt keine Kinder für euch. Nierenfett. Können wir mitnehmen. Gib ein paar Orans. Zap. Und mal gucken, was hier jetzt ist. Natürlich werden wir direkt schon wieder umgehauen hier. Aber jetzt bringt der Gruppenkampfstil mal was. Ja, guck mal hier, wie sie fallen, ey. Das ist einfach wunderschön. Ah, die Lakaien sind schon ein bisschen besser als die Meuchler? Okay. Ist so schön, guck mal, wie hier in der Rundung einfach so das Blut herumfliegt. Ist wunderbar. Okay, ich mache kaum Schaden. Der Chef braucht anscheinend den schweren Stil. Ja, der Chef braucht den schweren Stil. Der braucht keinen auf die Schnauze, der Penner. Wunderbar. Okay, können wir alles mitnehmen? Das Schwarzpulver brauche ich eigentlich nicht und das Fett könnt ihr jetzt auch behalten. Habt ihr noch was Feines? Ja, ein paar Orans. Du warst das gerade schon. Warum haben die anderen kein Salamandra-Abzeichen? Das ist ja komisch. Hm. Ah, sehr gut. Ich hatte es mir gedacht, dass der Kopf mich noch dahin bringt. Okay, wo ist jetzt der... Ah, da unten geht's runter. Sehr gut. Im Keller, Leute. Ja, merkst du was? Dann geht's da runter. Jetzt Leute kaputt hauen. Wir brauchen nicht mal eine Katze, das ist ja super. Oh, aber wir sind fast tot, also sollten wir vielleicht so eine Schwalbe nehmen. Läuft. Hey Freunde. Na? You took your time. You have something of mine. No longer, I'm afraid. And you, like your predecessor, you work for rapists and murderers. Enjoying it? Where's Berengar? That dolt ran off, but during our brief acquaintance, he was certainly more talkative than you. No wonder, given Azar Javed's persuasiveness. Wer ist Azar Javed? Who's Azar Javed? A powerful mage. You're no match for him. We'll see. Your courage isn't lacking, Witcherette. We'll see how you fare after Azar gets you. Did you say I work for murderers? That lice-ridden village hick Odo came to us for advice on how to kill a warrior. We said someone so pathetic could only fight soldiers in dreams. This is a scintillating conversation, but it's time for some action. We don't have what you seek. It's not here. They took it straight to our base in Vizima. Jetzt hat er Angst. Let's dance. Let's dance. Und Nadinchen halb tot ist ja wohl wirklich genug, oder? Was, Shit-Eater? Also bitte. Geht das auch etwas Umgang, ein bisschen mehr Umgangsform hier und nicht mit so einem Scheiß. Hm, die sind alle zu weit weg. Dass ich denen gut Schaden machen könnte. Na komm, stirb. Jetzt können wir auch den anderen Stil nehmen. Und dann. Ich habe den Boss der Salamandra im Umland getötet. Ach, guck mal, ist er da. That was some neat sword work. Alvin, why are you here? The Reverend sent me to this deserted house. He said someone would be waiting there for me. That son of a... I'm glad you're safe. I overheard them saying we'd be taken to Vizima. To Vizima? That's where I need to go to find Salamandra. Follow me. We'll find a way out of this cave. That wall looks pretty thin. Maybe we can break it down. Let's try. Okay, Alvin läuft hier rum. Na,
Vizima und die Spur der Salamandras verfolgen. Jo, jo, jo. Ist cool, ist cool, ist cool. Bei Peter brauchen wir jetzt nicht. Oh, was haben wir denn hier? Buch des Waldkauzes. Ah. Die Formel Waldkauz erhöht die Ausdauerregeneration deutlich. So nett. Das heißt, wir können mehr Spells einsetzen. Das ist cool. Zap. Für noch ein paar Tränke. Sehr gut. Und Seewandpilze. Endlich können wir den Kram hier auch mitnehmen. Der ist ziemlich tot. Hatten wir hier noch irgendjemanden? Ja. Sehr gut. Der Rest dürfte geplündert sein. Super. Speichern und weiter geht's. Wir sind kein Level gestiegen. Das heißt, wir brauchen auch nicht hier warten. Blauen Meteorit. Chance auf kritische Treffer. Das ist sehr gut. Und ein silbernen Ring mit Rubin. Oh, 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 da können wir sicher irgendeine mit rumkriegen. Wie immer bei so einem Quatsch. Und eine Fackel. Und nochmal der Buch des Wald... das was mit Waldkauz gedönt. Den haben wir aber schon. Können wir die verkaufen, frage ich mich. Wäre lustig. Ja, Hexergeheimnisse und so, aber verkaufen wir. Kinder, Kinder, Elvin. Die Wand können wir vielleicht einreißen. Okay, ich will mich aber erst noch umschauen. Hier war noch was. Nämlich die Pilze. Und hier ist gar nichts. Korridor. Wirklich, neue Region wird betreten. Korridor. Korridor ist nur dicht. Okay, wir können die Fackel jetzt auch noch ausrüsten, für den Fall, dass sie wieder ein bisschen dunkler wird. Aber wir müssen noch eine Katze haben. Zap. Die Wand können wir auch einreißen, ist cool. Ah, jetzt geht's hier rund. So, jetzt können wir auch entscheiden. Ich kann nicht mehr speichern. Really? Aber jetzt kommt die Entscheidung, Leute. Und zwar, dort steht Abigail. Ich sag's mal schon. Entscheidet euch bitte. Schatz eigentlich? Warte mal, wollen wir da? Nee. Entscheidet euch so im Chat. Es sind ja nicht allzu viele da. Das kriegen wir sicher so gezählt. Entscheidet euch, unterstützen wir Abigail oder liefern wir Abigail aus? Ihr wisst noch nicht genau, worum es geht, aber das seht ihr gleich. Aber das ist so der Kern der Sache, der Knackpunkt. Und bitte nicht verraten, was welche Sache bringt. Warum kommst du hier, Witcher? Warum bist du hier, Witch? Ich brühe ein anderes Spell. Warum? Viel Smoke in deiner Magie. Mighty Ingredients machen mighty Spells. Mighty genug für das ganze Village. Why are you doing this? The angry mob has come. Burn the witch, they cry. She has summoned the beast. I must defend myself. Men summoned the beast with their wicked deeds. I'm not surprised. Honest Mikkel violated Ilsa. She took her own life. You profited from the poison. Odo killed his brother for coin. The Reverend exiled his daughter when she became pregnant. Now she whores herself in Vizima. Heron sold a squirrel to the guards for gold. You knew, but did nothing. They trade their gold for poisons and other potions. No business of mine how they're used. It's clear why the beast haunts you. I need to expose the guilty. Stay here while I speak to those outside. Don't let them harm me. My sins are not as great as they say. Really? Learn for yourself if you like. We're alone. We have some time. Okay, jetzt können wir entscheiden. Ich habe schon 5-mal für sie gesehen, so wenn ich das richtig gezählt habe. Und hallo Etokles, schön, dass du dabei bist. Zum Friseur schicken. Ja, ich würde eher sagen, die Haare müssen zum Exorzisten, weil das ist schon ein bisschen zu weit. Also, da hilft der Friseur nicht mehr. Also ihr habt gesagt, unterstützen, also fühlen wir uns zu ihr hingezogen. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Oh. Abigail, I was drawn to you from the start. Und wir müssen auch zum Exorzisten, fürchte ich. Oh. Ja, wir unterstützen sie und deshalb gibt es dieses hübsche Bild. Nett. Nett. Ja, unterstützen heißt in dem Falle auch mit ihr ins Bett gehen. Super. Und jetzt müssen wir uns den aufgebrachten Dörflern stellen und ein Urteil fällen. Darfst du das bei YouTube zeigen? Ich hoffe doch. John hat es, glaube ich, auch, also. Soll sich nicht so anstellen. Sonst sage ich ab 18, ist mir auch wurscht. Wollen wir noch meditieren? Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt was. Vielleicht können wir noch einen Trank basteln, aber ich fürchte leider nicht. Schade. Sonst haben wir aber nichts. Wir haben keine Talente und nichts. Wir steigen aber bald wieder auf. Ja, noch 4000 Erfahrungspunkte, 3300 oder sowas, 3250. Ja, dann brauchen wir noch meditieren, weil... kann ich auch wieder raus? Ja, 0 Stunden meditieren.
Ja, Abigail, wollen wir vielleicht nochmal, oder? Okay, schade. Hab ich immer noch fragen dürfen. Ja, mehr ist hier leider nicht. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon wieder abhauen. Immerhin eine Karte haben wir noch bekommen. Wir sind jetzt bei 2 von 3. Naja. Und hier geht es jetzt zu den Dörflern. Wollen wir mal gucken, was die so sagen werden. Aber wir unterstützen Abigail. Ihr habt das entschieden. Da steckt man nie drin. Haha. Burn the devil's mistress. Let the bitch die in pain. The witch hides within. Let the eternal fire consume her sinful body and we'll be rid of the beast. Not so fast. She must be judged fairly. That bitch ruined my life. She cast her spells on my brother. Wanted to steal him and his gold. My brother scorned her, so she did the devil's magic on me. Used me to kill him. The treachery. I came across a doll that resembled you in her hut. I dream of it even now. Her magic committing the murder. She should die. Ja, also irgendwie kommen die mir sehr heuchlerisch vor, muss ich doch sagen. Die sie einfach nur beschuldigen für das, was sie selbst getan haben. Von wegen Magie und so, unter der sie standen. Ich glaube denen nicht wirklich so. Ich würde ihr das hier sagen. Your brother was a warrior. You're nothing but a drunk. How could you have killed him unless he was sleeping? Why listen to him, Reverend? He's a mutant, a freak, a witcher. What are your charges, Harren? She made me a hawker. She promised herself to me if I helped the Scoia'tael. I detest non-humans, but I had to trade with them. You've done all right for yourself. Gold isn't everything. Uh-huh. There are principles to abide by. Ja, genau, mein Freund, genau. Aber wir haben ja auch schon gehört, dass von den Salamandern, dass der Odo da ganz falsches Spiel treibt und schon wissen wollte, wie man denn den Krieger am besten töten könnte und sowas. Also, ich denke mal, die Entscheidung passt schon. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort, ja? Denn das haben wir auch gesehen. Wir haben seine Waren nämlich noch gesehen, die wir vorher gerettet haben. You trade with bandits, bei den Salamandra. I don't believe one word of what you say. Have you made your decision? What do you think, Reverend? The witch used Odo and Harren. She poisoned Ilsa. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Mikul raped Ilsa, who took her own life. Abigail should have departed long ago, but stayed to exact revenge for the evil fate that befell her. She used the devil's magic on these simple people and summoned the beast. Es ist so cool, wie er sie sogar beleidigt mit Simple People und das einfach keiner checkt. Das ist so geil. Als Reverend kannst du alles sagen, ne? Meine Schäfchen, was ja auch schon eigentlich eine Beleidigung sein sollte, ne? Und so ein Scheiß. Kommt man überall mit durch. Ist eigentlich ein super Job. Needful Things kenne ich leider nicht, John. Ich kenne relativ wenig von Stephen King, muss ich leider zugeben. Ich nie so sehr gelesen oder geschaut. Weiß ich nicht, aber wenn es ein Film ist, ich bin mir nicht so sicher. Ihr seid die Schuldigen, würden wir sagen, denn wir haben ja gesagt, wir unterstützen Abigail. Shut up, you bastard. You lead this band of rogues, so you must know they sell children to the Salamanders. And you knew about the rape and murder. I spit on you. You're all the same. All guilty. You'll regret this. I'm getting Abigail. Return to your homes. Aha. Since the beginning of time, woman has been the nest of all evil. The tool of chaos, party to the conspiracy against the world and the human race. Woman is ruled solely by corporal lust. To satisfy her insatiable hunger and unnatural desires, she gladly serves demons. They intend to kill us. Don't be afraid. There she is! Burn the foul witch! No one is burning anyone. Friends, they wish to scare us. Fear not. They're helpless as long as we stand together. Is that so? Be gone, Witcher, and leave the witch, or we'll burn you too. I'd like to see you try, pleb. Ah! Shove off, and maybe I'll let you be. You have two options. Wait until I leave and then murder Abigail, but then I'll come back, I'll slay every lice-ridden peasant, anything that moves and can't climb a tree. Or you can try to lead honorable lives, clear your conscience, start again, like humans. The choice is yours.
Thank you, Geralt. Let's go. We need to deal with the beast. Hallo Knight Lunaris, schön, dass du dabei bist. War gerade große Cutscene, deswegen konnte ich nicht sagen, sorry. Und willkommen als Follower. Es wird leicht feurig gerade irgendwie. Okay, jetzt müssen wir gegen die Bestie zu Werke gehen. Wir haben Abigail an unserer Seite, weil wir geholfen haben. Ich denke mal, sonst wären wir alleine. Okay, interessant. Ja, willkommen alle zusammen. Schön. Schön, dass so viele da sind. Überrascht mich ein bisschen. Sind wirklich viele da diesmal. 11 Stück. Guter Schnitt. Gut, schauen wir mal, wie wir die Viecher hier alle mal platt bekommen. Helfen wir mal Abigail erst. Ja, es geht auch fix. Und sie heilt uns. Das ist nett. Ah, Schmerz, sind wir unterbrochen worden. Das ist nicht so gut. Das Vieh brennt ja auch irgendwie. Das ist nicht so schön. Könntest du bitte aufhören zu schmerzen, Geralt? Dankeschön. Geralt, mach doch mal was. Ah, guck mal hier. Schön eine abziehen. Bam, ins Gesicht von dem Vieh. Kill it. Oh, kill it with fire, man. Ja, wir brauchen Feuerwehrmänner, um uns zu töten. Los, hau rein, Geralt. Geralt. Abigail ist tot. Ich hoffe, sie ist nicht wirklich tot. Abigail? Du brennst so ein bisschen. Ist sie jetzt tot? Ach nee, sie lebt noch. Yay! Helping that whore was your last mistake. Die, bloody mutant! Wirklich? Strength for the two of you. Odo, grab the pitchfork. Ach, ihr jetzt auch noch, ihr Naps? Während Abigail wieder voll einen auf die Schnauze bekommt, er ist so gut, der Geralt. Okay, wieder einer tot. Haren auch noch. Der ist auch tot. Auch Haren immer einer auf die Schnüss hier. Ist ja schlimm. Ah, guck mal. Wunderbar hier, wie man ihn weghackt. Ist das nicht toll? Kann ich die Bestie jetzt noch plündern? Yes. Und die anderen bitte auch. Oh, super. Guck mal, was die alles für eine Kohle haben. Und er hat auch noch 100. Ach, guck mal, wie schön. Ist das das Geld, das ich an ihn verloren habe? Ich hatte mal früher gewusst. Da hätte ich noch mehr Einsätze gemacht. Und der Freibrief. Haha, Wüsima, yay. Da läuft das. Nein, ich will den auch noch. Nein, scheiße, ich hätte den Freibrief noch nicht nehmen sollen. Geralt, what would have happened to me without your aid? I'm glad you found it in yourself to believe me. Wer wäre ich denn sonst? Who would I be otherwise? Thank you. Farewell. Ja, aber cool, dann habe ich wenigstens meine Kohle wieder zurück. Und tschüss, Abigail. Gasthaus und Shani mitnehmen, okay. Und ich kann den noch plündern. Und wir sind Stufe aufgestiegen. Ja, wunderbar, Mensch. Das läuft doch hier alles zusammen. Ist das nicht cool? Oh, und jetzt muss ich in Vizima noch nach Leuwarden suchen. Sehr gut, dann kann ich das dort noch durchführen. Also dort noch der abgebende Quest. Das ist super. Gefällt mir. Ich würde jetzt noch gern die Bargästschädel an Abigail verticken, aber ich glaube, die ist schon weg. Ist ein bisschen schade. Gut, hier habe ich alle geplündert. Super! Alles brennt, alles ist tot. Ich fürchte leider, hier ist auch Wessner mit dabei oder wie auch immer die Troller, die Bäuerin hieß. Naja. Wie gewonnen, so zerronnen. Wir müssen ins Gasthaus, also rechts. Läuft. Kohle haben sie von mir gewonnen, ja. Ich finde das super. Ich hab gern mein Geld wieder. Wie viel haben wir denn jetzt? Fast 2000 Orange. Ja, das sehe ich als gut an. Das ist super. Ach, und jetzt sind hier Ghule unterwegs. Willst du mich rollen?
Hey, Ghoul, ne? Hui! Oh mein Gott, wie ich fast keinen Schaden mache. Komm schon, stich ihn ab! Ah, schön. Was, er hat das mit dem Schwert Heft gemacht? Was bist du denn für ein Held? Man haut doch mit dem Heft keinen Ghoul tot. Kannst du damit was Sinnvolles machen, wie zum Beispiel der Klinge? Ich meine, wozu ist die Scheiße sonst da? Unmöglich. Aber Leute, ja, das war der erste Akt eigentlich schon. Der zweite wird auch noch sehr groß, der dritte dann gar nicht mehr so groß, meine ich. Der zweite wird, glaube ich, doppelt so groß oder dreimal so groß wie der hier. Hab ich denn Sinne? Okay, Shani, Shani. Hallo, Type. Wenigstens geht's euch noch gut, euch wachen. 5 Akte? Wirklich? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich weiß nur noch von 3. Hey, Shani, ist hier sonst alles tot? Immer noch? Wirklich? Langweilig. Hallo, Shani. Geralt, are you all right? I was so worried. I'm fine. I'll tell you what happened on the way to Vizima. I'm done with this village. So am I. I hope I never return. It's unfathomable how many criminals live here. These are hardly pleasant times, Geralt. The plague, impending wars. Still, I'm astounded. Do you know how the beast came to be? No. They unknowingly created it with their misdeeds. A powerful sorcerer couldn't have matched it. And all they needed was hatred, baseness, and greed. It sounds like a fairy tale. Every tale contains a grain of truth. Let's go. Vizima awaits. Wieso werde ich alt, Etoklis? Ja, okay, aber so alt auch nicht. ich muss mit Mikul sprechen, dem Vergewaltiger. Na, großartig. Ja, stimmt, 4 und 5, ich erinnere mich. Ich weiß jetzt wieder, was da ungefähr abgeht. Das waren eigene Kapitel? Oh Mann. Bisschen übertrieben. Hauptsache, dass man sagen kann, oh, wir haben 5 Kapitel, oder wie? naja. Yay, Shani, lass uns gehen. Ich bring noch ein bisschen mehr in den Hintern, damit wir ein bisschen was zu gucken haben. Den Weg, der Weg ist weit. Shani? Los, auf. Renn mal ein bisschen schneller, Mädchen. Wir haben immer noch ein bisschen Toxizität und wir müssen noch, also Vergiftung, und wir müssen immer noch rasten, damit wir... Können wir schnell... Ah, hier ist kein Lagerfeuer. Leuchtfeuer, ey, jetzt. Fange ich schon mit Dark Souls hier an. Was wollte ich sagen? Ach, guck mal, der Jägersmann ist auch noch fit. Der hat ja auch kein Problem, obwohl er hier nachts draußen schläft. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt in Vizima klarkommen. Aber cool, dann haben wir immer schon das erste Kapitel fertig. Interessant, ging doch relativ schnell. Ich habe das irgendwie länger in Erinnerung gehabt. Ah, nee, du könntest mal ein bisschen schneller laufen. Wenn sogar der alte Mann dich hier überholt, der alte Geralt. Oh, warst du die Bäuerin, die ich noch hätte verführen können? Nein. Hm. Du vielleicht? Nein. Na dann. Da liegt noch eine rum. Aber wie viele von denen habt ihr denn hier rumliegen? Ja, schlimm. Ich würde immer noch gern die Bargastschädel loswerden. Ich habe Shani jetzt ein bisschen durch die Gegend geschubst, aber ist ja nicht so schlimm. Das verzeiht sie mir schon. Shani? Ach, die so langsam. Was soll das denn? Soll's mal nachgucken. Wir haben noch 2 coole Ringe. Nee, sogar, oh Gott, wir haben 4 Ringe, die wir verschenken könnten. Geralt hat Shani gestoßen. Was? Ja, so noch nicht. Oh, schon wieder umgeschubst. Mein Gott, müssen wir auch den längsten Weg nach Vizima nehmen? Geht das denn ein bisschen schneller? Aber wir können zwischendurch nochmal speichern, das wäre gut. Shani, schwing die Hufe. Ich kann nicht zoomen, Leute. Ich würde sonst ranzoomen. Ein bisschen mehr was von der sieht. Mal lustig. Ah, Mikul, na du Penner? Nee, bist du das? Du bist das doch gar nicht. Du bist doch am Mühlentor. Shani? Ja, da stehen Ertrunkene. Na und? Shani? Oh, sag mir nicht, ich muss die Ertrunkenen jetzt erstmal abmurksen, oder? Oh, wirklich. Ja, kommt her. Feuer, ihr mögt das sicher nicht. Och, wirklich. Die 3 XP könnt ihr euch auch sonst wohin schmieren. Wenn ich überhaupt noch welche dafür bekomme.
Na komm. Würdest du jetzt bitte sterben? Dankeschön. Die Gehirne könnt ihr behalten, die brauche ich nicht. Chani, würdest du jetzt weiter... Die ist jetzt schon vor... Ey, erst will sie nicht weiter, jetzt ist sie vorgerannt oder ist sie weg abgehauen? Nee, ach, da hinten steht's schon. Ja, moin. Ach, Geralt, da hinten steht ein Ertrunkener. Könntest du dich bitte mal drum kümmern? Wo bleibst du denn, Geralt? Ich bin schon voll weit weg. Oh, Weiber. Unglaublich. Vizima lies beyond this gate. I hope we never return here. Me too. The beast is dead. The salamanders are dead. And the peasants. I have a pass. Mikkel should let us enter. Let's go. Yay, let's go! Alter, du bist auch so ein Ranze hier. Miko, ich muss in die Stadt, ich habe einen Pass. Mikkel, I need to enter the city. I have a pass. I wanted to say, I was sorry. I apologize, Witcher. Apologize to Ilsa, Mikkel. Können wir nicht trotzdem den Kopf abhacken oder so? Oder die Hand oder so? Oder ein Bein? Einfach so, weil er hat's verdient? Sergeant, that Witcher's here. The one I told you about. Oh Gott, der Typ, ey. We have here, Mikkel. Is this the man we want? Yes, sir, Sergeant, sir. It's that filthy freak, the Witcher. A blasphemer and a counterfeiter, do I guess well? Yes, he asked who's allowed into the city. They came with that, that letter of safe conduct from the Order. Now, if that's a knight of the Order, then I'm Princess Adder. Son of a bitch. Oh, really? Oh, na, immerhin können wir ihn jetzt tothauen. Was? Bist du bescheuert? Die Typen haben wir locker platt bekommen. Den der Rüstung können wir ein bisschen ankokeln. Den dann haut man ein bisschen die Birne weg und das ist alles gut. Jetzt sind wir noch im Kerker, ey. Oh. Kapitel 2. The Bitcher. Hey, let me out of here. I'm innocent. Those 5 pounds of Fistech were for personal use. Hey, you, jailer. At least move me. I don't want to be with the politicals. Politics makes you rot. I'm a decent thief. Let me out. Shut your trap. I'm busy. Jethro, keep it down. You're looking to kill me? That thief's bugging me. Thief, Jethro, boy. Come on. And I'm here with the politicals. Scandalous. I said shut up. Stop screaming or on my mother's life I'll bloody smash your junky mouth. Abso-fucking-lutely beautiful. What's your problem, Whitey? You wanna dance to Vizeman? Come on, I wanna see your hands in the air. Really? Jetzt muss ich ihm die Fresse polieren. Warum das denn? Jethro, open the cell. Oh, ooh, Gott, der hört sich Deutschen viel besser soft an. As butter. Come on, Whitey, what you got? Back off. What? You wanna fight or not? Professor, move it. You're free. What? Der Professor? What? How ironic. Our paths cross again. So near and yet so far. Fear not, Witcher. We'll meet again. I assure you. You're making a mistake. This man's a murderer. You fail to grasp the basic rules governing this world. You're a genetically modified murderer with no place in modern society. But we'll tend to that problem next time. Farewell. Also ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Bei ihm wirkt das Maskengesicht. I can't wait. Bei ihm wirkt das super. Okay, ja, wir sind jetzt in der Zelle. Können wir uns mit dir prügeln? Relax. Wir haben immer noch unsere Zeichen, wir haben aber kein Schwert mehr. Und nur die Pillepall alte Hexerrüstung. Wow, erlittener Schaden minus 5%, großartig. Elite-Gefangener, wow. Ach nee, ich dachte, Elfen-Gefangener, ich dachte schon echt Elite-Gefangener, wow. Wie kann man denn hier zur Elite schaffen? Wenn man unendlich lange so da sitzt und
einfach ein stiller Gefangener ist, dann wird man zum Elite-Gefangenen befördert. Und kriegt extra eine aufs Maul wahrscheinlich. Jethro, können wir mit dir nicht reden? Jethro, ich will mit dir reden, Mann. Habe ich hier noch einen anderen Scheiß von mir? Ich habe gar nichts mehr. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist es auch safe, das heißt, ich kann keine Zeichen einsetzen. Gefangener. Gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube, den Elfengefangenen, mit dem müssen wir reden. Der ist irgendwie der einzige Besondere hier. Tomorrow's my big day. Why are you here, Elf? Delighting in the last moments of my life. Or trying to. I hang tomorrow. I have a request. Mm-hmm. I've always found games pleasant, and Jethro let me keep my dice. If you don't have your own set, we can share mine. Okay. Dann lass uns mal würfeln. Wie lustig. Muss ich gegen ihn gewinnen? Ich wette, dann gibt's was Schönes. Wette nicht, gewinne nicht. Ja, mit der Hand gewinne ich definitiv nicht. Oh mein Gott, da habe ich gar keine Chance mehr zu gewinnen. Wenn du erhöhst, dann pfeif drauf. 1, 2, 3. Ah, komm, versuchen wir es mal mit dem 4, 5 noch. Wird nix, oder? Ey, immerhin 3 Einsen. Ich verliere dennoch, aber naja. Okay, vielleicht verliere ich doch nicht mehr. Wow. Wie konntest du das versemmeln, mein Freund? Er hatte 2 Pärchen, hat mich immer geschlagen. Hätte noch eine mehr bekommen. Okay, 5er Pärchen. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Ist doch schon eine ist doch nicht mehr. Ist doch mehr als ein Paar, Mensch. Egal. Dann behalten wir mal nur die 5 und gucken, was bei rauskommt. Du hast. Oh, böse Sachen. Na, ach komm, das war eine 5. So ein Kack, ey. Oh, toll. Du Penner. Du Elfenpenner. Immer diese Baumknutscher. Jetzt meinen sie auch noch würfeln zu können. Das gibt's ja wohl nicht. Boah, 3 Einsen, wirklich. Ja, komm, versuchen wir nochmal. Ich versuche nochmal die 5. Hau raus, mein Freund. Komm, gib mir noch 2 5. Oder noch 2 4. Ist auch okay. Obwohl, damit verliere ich trotzdem, weil er hat ein Dreierpaar. Oh, er hat voll Haus. Leck mich doch. Ich verliere auch noch gegen ihn, das gibt's nicht. Schönen Abend noch, John. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du da warst. Clever. Watch what you say, Witcher. Political jokes could get you in trouble. I'll slay the monster. Too late. There's another volunteer. I'm the better candidate. The creep in the corner claims he'll defeat it bare-fisted. Which creep? Yo-ho! That tub of lard? You're kidding. You want freedom? Fight for it. Whoever wins faces the cockatrice. Piece of cake. Ja, Leute, den Schurken fertig machen. Das machen wir im nächsten Part. Ist schon ein bisschen überzogen, ist nicht so schlimm. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher im Stream. Bis dann, Leute. Tschüss.